Meine lieben Freunde, und damit wieder ein Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier vom Projekt Minecraft Beyond. Ja, diesmal heute aber mal nicht allein. Ihr seht ihn schon vor mir. Ich habe einen Gast bei mir. Wer mag das wohl sein? Möchte sich der Gast vorstellen? Nö. Nö. Ja gut, unter dem Namen kennt mich so gut eigentlich keiner. Aber ich bin's immer noch, euer Sandmann. Genau. So sieht's nämlich aus. Und er ist heute mal als Pilot, also mit seiner Pilotfolge am Start. Richtig. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Genau. Was hast du denn heute so Schönes geplant oder was willst du denn machen? Ja, ich denke mal, ich werde mein Häuslein ein wenig weitermachen. Ja. Und, ja, mehr habe ich auch noch gar nicht geplant. Gut. Naja, das ist doch schon mal besser wie nicht. Ja. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja. Wo war der Ausgang? Da. Da? Da, wo die Steine fehlen. Da war ein Wasserloch. So, da hoch. Ach so, du kommst ja nicht da hoch. Aha, du hast ja keinen Doppelsprung. Oh. Ich vergaß. Hä? Ich kann ja zwei Blöcke hochspringen, so jetzt. Dankeschön. Bitteschön. Was denn, dann war das hier die Leiter? Da hoch und dann kannst du eigentlich nur noch zur Tür und raus. Hilfe. Ja. Devise, der baut wieder. Ja, ich bin fleißig am Bauen. Ich bemerke gerade, meine Aufnahmetaste bewirkt auch wieder Gitteranzeigen im Game. Wunderbärchen. Das klingt super. Das heißt, mir werden jetzt die Gitter in-game angezeigt. Naja, kann man ja mal machen. Passiert. Genau. So. So, der Wieso erzählt mir dann gleich mal, wie ich mein Gebiet claimen kann, wegen diesen bösen Creepern. Achso, ja, genau. Die mögen mir nicht. Ja. Die wollen kuscheln. Ja, das ist mir aber zu explosive Liebe. Also, echt jetzt. Gut, Hüp, hüp. Oh, ich bin an meinem Häuschen. Also, lasst euch bitte nicht von den Gittern stören. Das ist eine Sache, die wusste ich nicht, dass das Game drauf reagiert. Die Gitter, das sind die Chunks. Der zeigt da sozusagen die Chunks an. Lasst euch davon bitte nicht stören. Genau. Gut. So, wenn du dann soweit bist, erkläre ich dir das. Ja, immer doch. Gut, und zwar, du gehst jetzt als erstes Mal auf E. Jawohl, ja. So, dann hast du doch irgendwo sowas wie Claim Chunks. Ja. Das wird noch nicht funktionieren, glaube ich. Da würde dir ansagen, ja, du musst noch ein Team gründen, richtig? Nö, ich bin auf der Karte. Ah. Okay. So, wenn du dann die Karte hast, kannst du mit Linksklick, kannst du, wenn du da draufklickst, Kästchen claimen. Genau. Und da claimst du dir jetzt einfach das, was du, wie viel du davon brauchst. Ja, und dann einfach das Häkchen wahrscheinlich, ne? Richtig. Wieder aufs Häkchen und dann hat er das. Ja. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie das ist, ob du noch Chunks laden kannst. Weil man kann ja die Chunks laden, die geladen werden müssen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, hast du unten bei dir, wenn du in der Karte bist, hast du doch unten rechts noch stehen Claim Chunks und Loaded Chunks. Warte, auf der Claim Map, ne? Ja, genau, da wo wir gerade waren. Claim Chunks, ja, und Loading Chunks, ja. So, und wie sieht das aus? Hast du bei Loading Chunks, wie viel hast du da stehen oder sind die voll? 0 von 50. Gut. Dann kannst du also auch noch claimen, das ist gut. Also Chunk loaden. Gut, wenn du das dann brauchst. Naja. Wie gesagt, das kann ich dir dann ja erklären, wenn es soweit ist. Ich hab mir jetzt aber nur die Ecke um mein Häuschen rumgenommen. Damit die Creeper rausstehen laufen. Genau. Bösen. Die sind immer so ganz gemein. Ja. Das können die gut gemein sein. Ja. So, jetzt muss ich mal gerade selber gucken.
Wo stehe ich jetzt eigentlich gerade? Moment. Sehe meinen Pfeil gerade ja auch nicht. Das ist natürlich günstig und. Da ist die Dings. Ach so, da bin ich also hier unten. Oder? Nee, wo bin ich denn jetzt? Ja, mein Pfeil ist weg. Ach, hier unten. Ah, okay. Gut, okay, alles gut. Weil ich jetzt gerade mal ein paar Chunks entclaime. Ja, ich habe gesehen, dein Gebiet ist ja. Ja, hat nur 96 Chunks oder so. Geht. Könnte größer sein, würde ich sagen. Ja gut, du hast allerdings da drüben auch eine Anlage stehen, ne, und alles. Ja, deswegen, also da braucht schon ein bisschen Platz. Genau. Behaupte ich jetzt auch mal so. So, jetzt muss ich doch gleich mal gucken, was wollte ich denn als nächstes machen? Woran war ich vorhin stehen geblieben in der letzten Aufnahme? Und zwar, okay, das hatten wir hergestellt, die Barrels hatten wir hergestellt. Okay, gut, dann wollen wir jetzt mal gucken. Wir brauchen doch dieses schicke Teil. Und zwar nochmal eine schöne Canola-Presse. Wird wie folgt hergestellt, bitte ein bisschen Kabel, Emoji Crystal, eine Canola und eine Advanced Coil. Ist jetzt nicht so das Schwerste. Haben wir eigentlich alles da? Der arbeitet noch, sehr gut. Gut. Aber ich glaube, es wird gerade Nacht. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz schnacken. Jawohl, ja. In der Hoffnung, dass ich das alleine kann. Ja, doch, bei zwei Leuten Au! geht's noch. Was auch. Skelett. Achso. Ja. So. Dann gucken wir mal gerade. Wieder in unser Lager. Wo wir die ganzen Ressourcen fliegen haben, die wir dafür brauchen. Da oben sitzt eine Kuh auf dem Baum. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Und hier schattet sich ein Skelett. Du Penner, geh weg. Danke. So. Was habe ich gesagt? Ich brauche noch eine Canola dazu, genau. So. Und da ist auch noch eine Kuh. Hallöchen. Rips. Ma. So, nehmen wir mal uns eine Canola hier raus. Haben wir ja noch genug. Und wollen dann mal. Mu, sagt die Kuh. Ja. So ist es. So habe ich noch. Ja, doch. Gechiselte Steine habe ich dabei. Aber ich glaube, ich habe keine Emoji-Crystals mehr, oder? Hatte ich nicht da irgendwie? War mir nicht so? Irgendwie wahrscheinlich nicht. Gut. Das heißt, wir werden jetzt mal hier noch einen schönen Block auf Eisen nehmen und den mal hier vor den Atomic Reconstructor hauen. Auf dass der sich verwandeln tut. Yay! So. Dann haben wir nämlich auch wieder von diesen Crystals ein bisschen was. Ja, und ich glaube, dann könnten wir theoretisch schon alles zusammenbauen. Ach nein, wir brauchen Advanced Coil. Ach, Kacke. Gut, Böses okay. Skelett. Ja, die sind immer so. Böses. Böse. Die sind immer so, wenn Fremde hier auf dem Gebiet sind. Dann, na, also, die müssen dich erst kennenlernen. Kein Grund, schlechte Laune zu kriegen, ne? Ja, siehst du mal. So. Haben wir das? Wo habe ich denn? Da habe ich. So. Packen wir das zusammen. Und jetzt brauchen wir noch Goldnuggets. Oh. Na gut, zum Glück habe ich noch ein paar. Sagt er zum Glück. So. Zum Glück. Wenn nicht, wäre schlecht. So, Jawohl. das Ding haben wir. Die Canola haben wir, Crystal haben wir, sollte funktionieren. Jawohl. Damit haben wir diese Presse auch schon fertig. Was fehlt uns jetzt noch zum Glück? Ich bin gerade wieder am Überlegen. Das. Ach so. Ja, genau. Jetzt fällt mir es gerade wie Schuppen von den Augen. Oi. Ich glaube, ich habe schon wieder entdeckt, was mir fehlt. Aber das können wir im Nachgang immer noch machen. Ich muss überhaupt erstmal sehen, wie baue ich denn das überhaupt jetzt zusammen.
Also, wie stelle ich es auf? Da bin ich noch nicht ganz mir schlüssig, wie ich es mache. Aber erstmal wird ein bisschen Zuckerrohr geerntet. Oh yeah, ja. Und mal wieder mein Magnet angezogen. Oh Mein ja, schöner. so ein Ding fehlt mir auch noch. Ja, den, wenn es ist, den kann ich dir herstellen. Also, das ist Wäre herzallerliebst. nicht. Ja, mache ich demnächst gleich mal fertig. Ist ja nicht, sind ja nicht viele Ressourcen. Das ist noch harmlos. So. Guck mal erst mal. Wir haben das alles so weit, so gut. Hey, wo stelle ich es denn mal hin? Wo stelle ich es denn mal hin? Zumindest so, dass es nicht. Was ist denn jetzt hier los? Alter, nein. Ach Mann, Magnet. Ich sollte mein Magneto ausziehen, wenn ich in die Nähe von dem Zeug gehe. Ich ziehe ja alles magisch an. So. So, wie sieht's aus? Halbe Kiste ist noch nicht mal voll damit, aber na gut. Es wird. So, habe ich denn mein Hämmerchen? Wo habe ich denn mein Hämmerchen? Beziehungsweise, ich könnte es mir ja auch einfach machen, indem ich einfach mal noch für meinen Drill ein Upgrade, ein 3x3er Upgrade mache. Das klingt eigentlich gar nicht so unvernünftig, wie ich finde. Und ich denke mal, das werden wir uns jetzt auch gleich mal antun. Dip, die Ressourcen dazu müssten wir ja da haben. Und zu meiner Baumfarm wollte ich nochmal gehen. Überhaupt mal gucken, ob der überhaupt noch arbeiten tut oder ob er wieder mal einen Dia braucht zum Reparieren. Dim. Dupdi. So, wo ist denn mein rasender Roland? Ach, da hinten ist er doch. So, wie siehst du denn aus? Hast du noch Durability? Ja, 17%. Naja, gut. Ist jetzt nicht so viel mehr, aber sollte erstmal noch gehen für die paar Minuten. Dann kann ich dich nachher nachfüllen. So, hier ist der Stahl, ist fertig. Natürlich ist er wieder ein Haufen Schlacke dabei rausgekommen. So, das heißt, den muss ich wieder mal füllen. Die Drum ist noch, oh, da passt noch mal drin. 4 Millionen, oh, bis die voll sind. So, das heißt, ab ins Lager. Und irgendwo steht eine Hexe. Ich hab sie bloß lachen hören gerade. Oh yeah. So hessisch, gehessisch, so rum. Die lacht auch Hessisch. hessisch. Ja. Ja, vielleicht kann sie das ja, wer weiß. So. Das schon mal weg. Das vier von den Diamantinen Crystals. Vier Stück, ha. Wie abgemessen noch die letzten vier Stück, die wir haben. Ha. Also, ne, also könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das war geplant, ne? Also das alles, das habe ich gewusst, dass das so kommt. Deswegen sind die übrig. Hier passiert doch nichts ungeplant. Nein, bitte. Sowas würde nie passieren. So, das und das. Haben wir dann wiederum den Black Quartz. Den mit den resonantigen Redstonia Crystals zusammen ergibt die Basic Coil. Das da. Vier von denen. So, und was war das andere? Jetzt habe ich schon mal den Rest 2000. Ach nee, es waren vier. Vier von denen. So, genau, zack. Und damit haben wir den das Upgrade. Und das tun wir uns jetzt mal hier in unseren Mining Drill, beziehungsweise in unseren Drill allgemein. Und damit geht das jetzt, glaube ich, gleich viel schneller von der Hand. Da brauchen wir uns nicht mehr so abplacken. Wir müssen dann bloß mal sehen, dass wir uns noch einen. Ja, eine Batterie craften, die uns dann immer wieder mit Energie versorgt, damit wir hier nicht mal irgendwie ohne Saft dastehen. Es wäre So. zumindest nicht so schön, ne? Nee, vor allem nicht, wenn du gerade am Abbauen bist und dann, toll. Saft alle. Dann rennst da schon wieder durch die Gegend und musst erstmal wieder dann Zeug aufladen, um weiterarbeiten zu gehen. So, dann werde ich hier mal den Raum doch noch etwas
verbreitern. Und ihr seht, das geht ratzifatzi gerade. Da muss man sich gar nicht groß bemühen. Einmal einen schönen 3x3 Radius, der mir hier wegsemmelt. Und das in einer Geschwindigkeit, die ist, ja, kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Oder wie war das? Ja, ist an dem so richtig. So, zack, sind wir einmal hinten. Ich glaube, ich gehe noch mal mehr. Ich werde vielleicht noch eine 1x3 weggehen. So. Wir wollen ja auch ordentlich Platz haben. Jawohl, ja. Auch wenn die Anlage, die ich jetzt gleich bauen werde, nicht so groß wird. Aber lieber mehr Platz als wie zu wenig. Das ist wohl richtig, ne? So, und die Decke muss auch noch eins höher, merke ich gerade, aber das machen wir dann und ich bin schon wieder voll. Yippie! Also wenn du Steine brauchst, ich habe gerade das gesamte Inventar mit Steinen voll. Danke, aber nein, danke. Okay. Dann nicht. So. Da haben wir jetzt hier erstmal einen schönen Raum ausgehoben. Habe ich denn noch Fackeln? Wow, zwei Stück. Mann, bin ich gut vorbereitet. In Klammern nicht. So, was ist jetzt hier wieder? Warum geht hier wieder nichts? Jetzt, meine Güte, muss man jetzt erstmal wieder nacharbeiten, damit er was macht. So. Ich habe doch meinen schönen Rucksack dabei. Habe ich die Fackeln eventuell hier reingeschmissen? Richtig, da sind sie nämlich. Oh Mann. Fackeln wir hier mal ein bisschen aus. Yay. Ich wollte gerade sagen, da fackeln wir nicht lange. Ha. Ja. Ja. Das war, ne? Das hätte genau gepasst, aber nein. Wollen wir nicht so sein, ne? So. Und ich merke gerade, wir müssen wirklich die Decke ans Höhe nehmen, verdammt. Das passt so nicht. Also, einmal Deckenerhöhung, bitte, kommt sofort. Na gut, das hätte ich zwar auch noch wegnehmen können, ist egal. Egal. Was hab ich denn hier überhaupt geplant, ey? Wahrscheinlich gar nicht. Plan, wer tut sowas denn bitte? Wäre zumindest nicht ganz untypisch. Ja, wie gesagt. So. Wir haben mal hier noch eine Reihe weg. Ich glaube, dann müsste ich erstmal damit auskommen, dass ich meine Maschinerie erstmal im Grund aufbauen kann. Mal gucken, ob das so funktioniert, dann wie ich mich das eigentlich überlegt habe. So. So. Und zwar gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, nachdem wir erstmal ein bisschen Krempel losgeworden sind, weil wir schon wieder zugemüllt sind. Ja. Ist aber nichts Neues. So. Haben wir denn hier? Die müsste ich jetzt wieder mal. Oh, hier ist noch Silikon. Oha. Ja, na toll. Er hat Silikon. Ja. Gucken, was jetzt passiert, au, wenn der denn da rein geht. Okay, da passiert nichts. Okay. Sau. Was machst du denn nur? Ach, Skletti Max Sklett Sklett. Achso. Ach, du ist, hast. Ist ja schon wieder düster. Ach, schon wieder, na gut, ja. Ich selber kriege davon ja nicht viel mit, weil ich ja gerade momentan im Untergrund bin und da sehe ich es nicht, wenn es dunkel ist. So, ich sollte mir mal angewöhnen, irgendwie was dabei zu haben, wo ich meine ganzen Steine hinpacke.
Es ist dunkel und ein Zombie steht vor der Haustür. Ja, nee, warum nicht? Und Alter. Naja, gut. Mein Drill ist so monstermäßig stark, damit klatsche ich einen Zombie um. Yay. Gar kein Ding. Also. Einfach mal wegklatschen. Einfach mal fort damit. So, zack, zack, zack. Gucken wir mal. Was sagen denn meine Öfen hier oben? Oh, der hat schon wieder voll das Rohr produziert. Der hat Stein fertig. So, tauschen wir mal fix aus. Du kriegst noch ein bisschen Kobbel, dann kannst du da Stein draus backen. Hier habe ich gebratenen Fisch drin. Sehr gut. So. Noch mehr gebratener Fisch. Yam, yam, yam. So, Cracked Stone Bricks. Nein, die da bitte, danke. So. Dann legen wir mal den ganzen Zeugs da weg. Oh, Time to Farm, Mensch. Daniel, das ist ja hier. Ist ein richtiger Achievement Hunter. Nicht wirklich, ne? Ja. Ja. Ich bin noch so blöde. Ich Toll. will was essen und stehe natürlich direkt zur Tür, drücke zum Essen und was passiert? Ach so, ja, da geht die Tür auf und zu. Ja. Auf zu, auf zu, auf zu, auf zu. Und was steht natürlich direkt vor der Hütte? Bestimmt was Grünes, Flauschiges. Nö, nö, was weiß es mein Bogen? Oh, okay, ja gut, kann man ja mal auch mal machen. Da hatte der es nicht so schwer, dich zu treffen. Da war So das sieht's Ziel etwas aus. leichter. So sieht's aus. Genau. So, und weil ich ja so sozial bin, obwohl ich es eigentlich ja selten bin, kriegst du von mir jetzt mal ein Geschenk. Da schießt schon wieder ein Bogen auf mich, Alter. Wie viele Skelette waren denn bitte bei dir? Oh, guck mal, da hinten ist ein Bliss. Der mag dich, der will kuscheln. Au, oh, nee, er will mit mir kuscheln. Nee, mag ich aber gerade nicht. Au, Alter, du. Du alte Drecksau. Komm runter! Jetzt ist er wieder unten. Siehst du das? So. Und knipst mir mal instant das Licht aus. Schnauze! Danke. Bitte. Ein bisschen Fitsch. Ja, ein bisschen gebratenen Fisch. War eben noch ein Spider-Schwein unterwegs. Jetzt nicht mehr. Oh, cool, der hat eine Cobra fallen lassen. War nicht schlecht. Siehst du, der Creeper hat volle Arbeit geleistet. Sieht gut aus. Also, ja. Es ist mal gut geleistet, ja. Und da sitzt schon wieder eine Kuh auf dem Baum. Sag mal, was sind Verdammt. das nur für komische Kühe, die wir haben? Kann es nicht ganz nachvollziehen. Uah. Die badet hier. Au. Was denn los? Da hat sich ein Creeper von hinten angeschlichen. Oh. Ah, ist nicht so gesund. Und mich mal durch. Den Mangel genommen. Ja, der hat mich mal ein bisschen durch die Gegend geschmissen. Das dumme Aas. So, oh, Alter. Zuckerrohr ist schon wieder gewachsen. Na ja, gut. Dann. Ich hasse Creeper. Da steht der nächste und lauert. Ja. Ich mag die nicht. Naja, die dich aber dafür umso mehr. Ich merke das schon. Endlich mal Frischfleisch. Ja. Alter, hier wimmelt's von Creepern. Siehst du mal, du hast dir einen guten Spot ausgesucht, habe ich das Gefühl. Oh yeah. Bei dir ist immer was los. Bei dir ist immer Party. Ja. So. Selbst dann, wenn ich keine haben möchte. Ja, auch dann, genau. Ich hab mich schon bei meinen Nachbarn beschwert, aber irgendwie ist denen das sowas von egal. Das kann man sich ja irgendwie nachvollziehen. Wenn das egal sein wird. So, was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Achso, ja. Ich habe dir Fisch gebracht und nein, nicht da. Ich muss wieder da runter.
Fitch. So, zack. Dann wollen wir mal gucken, ob ich das jetzt so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. So, und zwar, wir brauchen für den Anfang. Nee, den brauchen wir noch gar nicht. Die zwei Dinger brauchen wir. Das Teil brauchen wir. Und die Presse haben wir ja hier. So, und zwar, Presse kommt hier hin. So. Dann da und dort das Ding hin. Und dieses Teil so da hin. So. Jawohl, ja. Genau so und nicht anders. Ja. Jetzt brauche ich wieder mal was, was ich nicht dabei habe. Also alles wie immer. Oder Moment, habe ich es vielleicht im Rucksack? Nö. Irgendwie nicht so. Wie war das hier, der Gang macht Schrank? Genau diesen. Ja. Nein, nicht in der. Nicht ins, in den Rucksack gucken, du Doofnuss. Dupdi-dupdi-du. Yippie-yay. Yay. So, wo habe ich sie? Da nicht. Wahrscheinlich habe ich sie hier. Genau. Diese Dinger da. Das Ding brauchte ich ja, glaube ich, nicht. Oder? Ich nehme es mal hier. Weil nicht, dass ich es dann brauche und dann habe ich es wieder nicht. Man kennt es. Ja. Man kennt es zu gut. Immer dann, wenn man denkt, man braucht es nicht, dann braucht man es gerade und man hat es nicht da. Richtig. Ach ja. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen Baum rasieren. Boah, da. Dann rasier mal. So. Damit ich mein Häuschen noch was verschönern kann. Die Drawer haben wir hier, da brauche ich ja bloß einen. Hab ich denn das jetzt hier? Ja genau, hier ist das auch so. Und der ist gleich wieder leer, so wie ich sehe. Dann müssen wir nachher mal ein neues ein paar neue Samen holen. Ich meine, die Baumkronen, die bauen sich zwar von alleine ab. Es dauert zwar ein bisschen, aber. Es funktioniert. Es funktioniert. So, meine Lieben, jetzt gucken wir mal gerade. Achso, das Ding braucht ja wieder. Stimmt ja, ich vergaß, er braucht Strom. Wie machen wir es? Stelle ich einfach daneben so einen komischen Generator. Ne? Muss ja nur für das erstmal funktionieren. Überhaupt das mal zum Probieren, ob es so funktioniert. Aber ich muss es schon wieder durch die Gegend laufen. Weil, wie soll es anders sein? Ich habe natürlich wieder was nicht dabei. Wie du sagst, wie soll es anders sein? Ja, ja. Genau so ist es. So. Mal gucken, ob wir das unter der Folge, in dieser Folge noch irgendwie geschissen kriegen. Den ich nicht mal anfangen. So, einen davon mitnehmen, einen Generator, und dann gucken wir mal. Und wenn es geht, ein bisschen Holzkohle. Das Problem mit dem Geschissen kriegen habe ich ja zum Glück nicht. Ist ja meine Pilotfolge, von daher wird die länger. Stimmt. Ich meine, ich baue auch gerade einfach Baum ab. Ja, okay. Also hochinteressant ist es bei mir gerade nicht. Dup-di-dup-di-du. So, zack.
Jetzt müsste da erstmal Strom ankommen, genau. So, und jetzt brauchen wir Canolas. Und Platz im Inventar wäre schön. Meinst du nur? Ja, ich denke es, aber naja, meistens irgendwie Mangelware. Ja, doch. Aber das ist bei jedem Spiel so. Ja. In jedem Spiel, wo du ein Inventar hast, achtest du nicht drauf und irgendwann denkst du dir, oh, dies ist aber jetzt etwas voll. Ihn dacht dazu richtig. So, dann lade ich hier gleich mal was aus. Die Bögen, na gut, die könnte ich eigentlich wegschmeißen, weil wegen brauche ich nicht. Ich lasse mal jetzt da, falls ich es doch mal brauche. So, die Steine wollte ich hier eigentlich irgendwo noch reinpacken, aber ist gerade irgendwie ungünstig, weil wegen passt nicht. So, das heißt, das bleibt erstmal alles hier. Für mich wird es reichen, dass ich da erstmal genug Canolas mitnehmen kann. Ha. Da-da-da-da. Dupp-di-dupp-di-du. Ja. So, ein komplettes Inventar mit Canolas voll. Ab geht's wieder zu uns in den Keller, so rum. Ach ja. Bist du So, und heute Keller-Junkie? ja, ich bin Kellerkind. Finde ich, im Keller fühle ich mich am wohlsten. Ah, gut, jedem das seine, ne? Ja, deswegen. So. Dann schmeißen wir jetzt hier mal noch die Ölproduktion an und ich würde sagen, dann, meine lieben Freunde, mache ich hier auch mal einen kleinen Cut. Dann zeige ich euch in der nächsten Aufnahme das, was ich eigentlich vorhabe. Damit ihr mal so ein bisschen seht, wie eventuell es mal irgendwann laufen soll. In der Hoffnung, dass es auch alles so funktioniert und ich mir nicht gerade meine ganzen Samen einsammle, weil ich meinen Magneten wieder anhabe. So. Weil die ist ja gleich leer, das ist schon mal gut. Da haben wir eine halbe Kiste voll mit diesen neuen Canola-Seeds. Dann kann das ja schon mal losgehen. Gut, meine lieben Freunde. Und da würde ich sagen, in diesem Sinne, mit diesem Bild, verabschiede ich mich erstmal von euch für diese Aufnahme. Bedanke mich bei euch fürs dabei sein und einschalten. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Aufnahme wieder am Start seid. Ja, ich würde dann sagen, ich übergebe das Wort nochmal an unseren Daniel, falls er noch Ja, irgendwas sagen will. ja, ja, ja. Ich würde sagen, ich sage das Übliche. Nämlich, tschüss. Ja, ciao mit V. Und schön mit Öl. Oder so. Genau. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Backstage-Holz. Backstage. VIP-Holz. VIP-Holz. Oh, ganz edel. Ja. Ach ja. So muss das, so muss das. So muss das, genau. Ja, Schon wieder Nacht? Ja. naja. Wie soll das auch noch sein? Kennt man's anders? Nein. Siehst du? Sollten wir? Nein. So, ich sollte dir auch mal einen Schlafsack craften, oder? Dass du dich Ja, mal hinlegen kannst, wenn wäre. Vielleicht wäre es nicht ganz so schlecht, oder? Dass ja. du nicht eher des Nachts. Immer mein Leben bangen muss hier. Na, echt mal. So, muss ich mal gerade gucken. Zack, das war, wie war nochmal das Rezept? Drei normale Wolle und zwei Carpet. Okay, mache ich dir gleich fertig. Dip, 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 dip. So, zwei von denen. Und hier habe ich drei Wolle. Ha! Also, das ist doch, als ob es geplant wäre. Ja. So. Ich spring dir dann mal einen Schlafsack vorbei. Ja, danke, danke.
und werde dann gleich nochmal die nächste Folge anmoderieren. Ja, danke, danke. Ja. Was hältst du denn von meiner Bambushütte? Ja, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Also kann das werden. Ja, ne? Ja, also ausbaufähig ist das immer. Bitteschön. Bedankt. Bedankt. So. Da würde ich doch sagen, machen wir gleich wieder die nächste Anmod. Jo. Und du ziehst ja durch, habe ich gehört. Hey? Ja. Gut. Also, ja. Gut. Dann geht's mal wieder los. Ja, und damit hallo und willkommen zurück, meine Lieben, hier zur neuesten Folge vom Minecraft-Projekt Beyond. Immer noch mit mir am Start unser Daniel, unser Sandmann, Genau. der hier fleißig an seiner Hütte am Bauen ist. Jawohl. Und ich ihm jetzt gerade mal so fleißig, wie ich war, einen Schlafsack gecraftet habe, dass er sich auch mal des Nachts hinlegen kann. Und Richtig. nicht immer Angst gebadet oder Schweiß gebadet in seiner Hütte kauern muss und Angst haben muss, um sein Leben zu kämpfen. Ja, Ja, wir genau. wollten eigentlich was gerade tun? Ach ja, genau. Wir wollten Canola-Seeds holen. Ah. So, dieses tun wir jetzt auch gerade mal. Gucken, ja, geht noch ein bisschen was. Weil nämlich meine Canola-Produktion schon wieder so gut wie fertig ist. Also brauchst du Nachschub. Hört sich dann an, ja. So, dann werden wir das auch mal tun. So, jetzt hat die erstmal wieder zu tun. So, gucken wir mal gerade, wie weit ist denn unser Öl? Oh, der Tank ist sogar gleich voll. Das ist richtig gut. Da können wir ja gleich mal zum nächsten übergehen. Ach so, und da merke ich, und da fällt mir gerade auf, ich habe was vergessen. Na gut, das können wir dann im Endeffekt immer noch nachholen. Tasten wieder So. vergessen. Naja, ich habe vergessen, eine Sache mitzubringen, die ich brauche, um die Anlage zum Laufen zu bringen. Okay. Deswegen sagte ich ja, ich habe was vergessen. So, die zwei Scanner noch hin. Dann ist schon mal der Grundaufbau so halbwegs fertig. Na gut. So gut wie. Klingt doch schon mal gut. So, dann kommt jetzt hier noch der hin und dann müssten wir, machen wir das mal ganz clever, in der Hoffnung, es klappt auch und ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, was durchaus mal passieren kann, bitte. So, Okay. dann müsste nämlich hier der Dropper hin, dann droppt der das nämlich von unten hoch. Und von oben zieht er das Fertige raus. So zur Theorie. Ja. Die Praxis könnte eventuell passieren, dass es nicht so ganz funktioniert. Aber das werden wir jetzt eh gleich mitkriegen. Dafür müssen wir aber erstmal nochmal so einen Hopper bauen. Hopper, Dropper. Oh Gott. Hopper, Dropper. Hört Oi, oi. schon gleich an. Ja, würde ich sagen. So, hab ich denn. Oh, bitte lass mir die Dinger dabei haben. Ja, hab ich. Wow. Ich muss mal nicht wieder irgendwas neu holen oder craften, weil ich es habe noch. Wow. Yay. Yay. Trommelwirbel wieder. Yay. So. Dip, 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 dip.
Wo haben wir denn den Automatic Precision Dropper? Da oben ist er. So, brauche wieder eine Advanced Coil und noch einen Dropper dazu. Na gut, der Dropper ist easy. Das ist nicht das Problem. Der Rest, ja gut. Geht. Kann man getrost sagen, ist jetzt nicht so schwer. Ist ein bisschen gecraftet, aber haben wir ja schon nicht das erste Mal. Von daher, wir wissen ja jetzt schon, wie es geht. 1, 2, 4. So, dann brauchen wir davon wieder eins, um die zu machen. Und dann brauchen wir noch Nuggets. Und zwar 8 Stück in der Zahl. So. So, dann schmeißen wir mal wieder das Redstone hier vor die Maschine. Nehmen den Hebel, damit haben wir dann die Redstonia Crystals, die sie wiederum craften wir so zusammen mit dem schwarzen Quarz, haben wir eine Basic Coil und das wiederum mit ein bisschen Gold Nugget, blip, haben wir eine Advanced Coil. So, und yay. Dann sind wir eigentlich sogar schon so weit, wir können das Ding schon zusammen craften. So, ach nee, wir müssen mal noch unsere Lapis Crystals in die Tasche holen, weil sonst funktioniert es nicht. So, und damit haben wir den Automatic Precision Dropper. Ja, genau. Dropper, nicht Hopper. Ja, ja. So, jetzt muss ich aber gerade erstmal überlegen. Machen wir das so rum oder machen wir es andersrum? Ist eigentlich egal, glaube ich. Sollte trotzdem funktionieren. Bin ich mir zwar immer noch nicht ganz sicher. Na doch, ja. Der droppt das ja nur, stimmt. Ja, nee, das sollte funktionieren. Ja, muss man gucken. Wenn sie wirklich richtig stehen, ne? Ja, genau. So auf die Art. Und dann muss ich ja noch was craften. Ich brauche ja noch so einen komischen Dingensbums. Ansaugstützen. Der mir wiederum das Zeugs da rausschießt. So, jetzt erstmal gucken, kann ich den von hier oben? Da muss das wieder zu. So, den so hingestellt, genau. So, das heißt, der tut von hier die Seeds immer dort sozusagen. Der füllt sich mit dem. Der droppt die und von hier oben zieht er die Seeds raus. So viel schon mal zur eigentlichen Theorie. Die Praxis werden wir gleich mal testen. Erstmal wohl Trockenübung, mal gucken, ob er es macht. So, weil er müsste jetzt hier oben einen Seed reinlegen. Genau. So. Das heißt, wenn der jetzt ist. Ärgert er dich? Nee, ich weiß. Nee, Moment. Gewitte Theorie, das funktioniert, aber jetzt kommen die Kabel ins Spiel. Oh, so, Moment. Der fühlt sich. Moment. Der darf jetzt hier pushen. Das heißt, der tut jetzt die ganze Zeit hier Öl rein. Wo? Was? Das ist Luft. Wo tut er jetzt? Was? Wo geht jetzt das Öl hin gerade? Aha. So, genau. Genau. Der macht jetzt Folgendes. Der kriegt das mit. Er kriegt Öl.
So, genau. Der hat jetzt erkannt, es ist Öl da. Das bedeutet, jetzt sagen wir ihm aber mit diesem Signal, was ich ihm jetzt gebe, ich weiß zwar nicht, wie ich es tue, wahrscheinlich von hier unten irgendwie. So, gib nur dann ein Seed aus. Ach so, jetzt muss ich das von ganz unten runter machen? Okay. Gucken. Genau. So. Nur los. Ach nee, das. Weil das. Okay. Vergesst meine Theorie. Die Theorie habe ich mir schon mal wieder. Okay. Selbst widerlegt. Naja, warte mal. So. Klingt immer gut. Ja. Warum? Warte mal. Ach, der hat jetzt auch schon. Nein. Das ist natürlich schlecht. Jetzt hat er auch schon das Zeug dran. Okay, deswegen funktioniert es nicht. Okay, Moment. So, jetzt muss ich dem sagen, habe ich denn noch meine Fresse? Habe ich diese Fackel dabei? Ja, habe ich. Gut. So, den stellen wir auf Puls-Mode. So, jetzt muss ich hier wieder sehen, wie kriege ich jetzt zack, am schlausten den Block weg. So, jetzt muss ich den wieder irgendwie leeren. Warte mal, wo haben wir denn da? Ist gar nicht so einfach. Glaube ich dir aufs Wort? So, der hat immer noch, ach so, ja, Moment. So, ja, das wird tricky. So, genau. Jetzt ist der wieder leer. Hoffe ich. Warum? Nein. So schon mal nicht, Freunde. So, du machst jetzt gerade nichts, genau, so wie es sein soll. Okay, so. Das heißt, wir stellen dich jetzt erstmal wieder hierher. So, du bist jetzt leer. Okay, also das verbindet sich schon mal überhaupt nicht. Da. So, wenn ich den jetzt auch Pulsmut gebe, dürfte der sich nicht füllen, wenn ich. Also. So. So. Der bleibt aus, genau. Genau. So. Jetzt so viel dazu. Das hätten wir. Mal gucken, ob das funktioniert ohne. So, wenn ich jetzt sage, du droppst so Teil. So, dann entsteht ja hier die Flüssigkeit. Genau, der erkennt jetzt, es ist kristallisiertes Öl. Jetzt muss ich es aber. Wie kriege ich den jetzt? So, und jetzt muss der wiederum aber dem da sagen, dass er das dann bitte ziehen soll. Warte mal. Warum? Was ich momentan noch nicht ganz verstehe, oder das ist das Falsche? Sind es die falschen Redstone Conduits? Verdammt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, weil irgendwie. Plan war anders, aber irgendwie. Warte mal. Ende, Ende. Gucken wir mal.
Aber das sind die Rechtchen, richtig? Das sind nur die. Okay. Das heißt also, das funktioniert erstmal so gar nicht. So, wenn ich jetzt zu dem sage, du bist deaktiv. So, jetzt hat der, genau, das kristallisierte Öl drin. Brauche ich dem ja gar nicht sagen, gib bitte Zeug aus. Ha! Das wäre ja noch einfacher, wenn es funktioniert. Moment. Ja, das funktioniert. Da liegt also der Fehler. So. Der ist der Activation Mode. So, der macht jetzt nur einen Puls. So. Sobald der. Okay, das funktioniert aber nicht, wie ich mir das dachte. Verstehe ja nicht, warum die sich nicht. Normalerweise müsste ich dem Scanner doch sagen können. Jetzt hat er der 1. So, weil der Impulsmodus. Gut, so funktioniert es natürlich auch, aber dann auch bloß, solange wie der nicht voll ist. Ansonsten haben wir eine Problematik. So, so viel schon mal dazu. Der placed das und hier zieht er das raus. Man müsste rein aus der Theorie. Okay, wir haben ein Problem. Houston, you have a problem. Why? Weil ich gerade mitgekriegt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe beim Bauen. Ich muss es umbauen. Eventuell, dass es dann funktioniert. Also fange ich jetzt wieder an und muss mich jetzt erstmal wieder umorientieren. So, also Eimer zur Hand und das kristallisierte Öl da raus. Alles ausstellen, dass da nichts droppen tut. So. Der steht auf Deactivation Mode. Das ist schon wieder scheiße. Das heißt, dich stellen wir auf Puls. Du bist deaktiviert. Dich stellen wir auf Puls. Und dich da unten genauso. Dann dürfte hier erstmal nichts passieren. Genau. So, jetzt haben wir erstmal das Zeugs da raus. So viel schon mal dazu. Das heißt, das kommt erstmal wieder hier rein. Gut. Also, bauen wir das also nochmal um. Und zwar du. Ach so, meine Picke ist kaputt. Verdammt. Sowas aber Ach auch. ja. Ich habe einen leichten Denkfehler, glaube ich, drin, aber nur einen leichten. In der Hoffnung, dass das geht, wie ich mir das zu gedenken pflege. Weil das wäre natürlich jetzt schön, wenn das funktioniert. Und dann wäre die Frage, wie automatisiere ich die ganze Geschichte?
Das ist dann wiederum. So, habe ich nicht noch solche. Ja. Fluid Conduits habe ich noch da. Zwar nicht mehr viel, aber das ist mir egal. So. Gut. So viel dazu. So, jetzt erstmal Stahl mitnehmen. Meine Picke reparieren. Oder war das eine Stahlpicke? Ach nee, das ist noch eine Eisenpicke. Ach ja, stimmt. Meine Stahlpicke liegt ja hier drin. Die war ja genauso kaputt. Da. Nehmen wir mal die wieder mit. Es ist gar nicht mal so einfach, habe ich so das Gefühl gerade. Ich merke das schon. Sag mal so, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie es werden soll, aber die Umsetzung, da hapert es gerade. Ach so. Ja, also. Also, ja. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir die Picke wieder. Das heißt also, wir tun jetzt das Ganze nochmal umsetzen. So, du kommst da weg. Das heißt, hier kommt nix hin. So, das kann alles wieder zu. Weil wegen ist. Brauchen wir nicht. So. Hier kommt jetzt, weil das Ding steht jetzt überall auf Pulsmodus. So, das muss auf Deactivation sind. Dann müsste rein theoretisch das auf Pulsmodus stehen bleiben. Genau. Dann soll das funktionieren. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, Wunderbärchen. Naja, gut, raus komme ich schon. Ich muss bloß wieder mich wie ein Tunnel aus meinem Gefängnis graben. Okay. Nach unten weggraben, dann geht das. So. So wäre dieses Teil. So, was habe ich denn hier stehen? Auf Puls, ne? Nee, ach so, auf Deactivation. So, okay, der wird auf Deactivation Mode gestellt. So, das heißt, der gibt Dauerfeuer. So. Und müsste rein aus der Theorie. Na gut, wir lassen den mal dort oben hängen. Erstmal. So, jetzt brauche ich wieder einen Dingens. Habe ich kein Holz mehr dabei? Verdammt. Nee, natürlich habe ich keins mehr. Das ist dann so eine Sache. Ja, in der Tat. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Holz. Unsere Baumfarm hat ja genug. Deswegen, wie sieht's aus? Hast du noch 10%? Na gut, du kannst also noch ein bisschen was machen. So, ja, die Kiste ist so gut wie voll. Nehmen wir uns mal ein Stack mit. Und dann machen wir gerade mal. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mich da, wie mir meine Überlegung, ob das geht. Was natürlich Drückt dir die nice Daumen. wäre. Ja. Ach so, einen Generator müsste ich mir noch bauen. Verdammt. Nochmal. So. Und ich brauche noch einen Tank.
Ich brauch noch nen Tank. So eine Scheiße. So, aber ist mir egal. Jetzt tun wir erstmal. Und zwar, wir brauchen eine Pressure Plate. Oder auf Deutsch eine Druckplatte. So, die wir wiederum dorthin tun. So. Dieser hier macht jetzt. Ah, okay, das funktioniert nicht. Weil Druckplatte ist zu hoch. Schön. In Klammern, nein. So, das heißt. Okay, mit einer Druckplatte wird es also nicht funktionieren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der hat das kristallisierte Öl. Der hat das erkannt, aber warum kann ich ihm nicht? Ach so, dann werde ich das woanders machen müssen. Ich ahne etwas, was wahrscheinlich werden wird. So, der droppte. So, hier gebe ich ihm jetzt. Ja. Ja, und das funktioniert schon mal nicht. Aber jetzt die Seeds. Ja, gut, das würde gehen, wenn. Und das ist das Problem. Er müsste jetzt hier. Gut, das funktioniert. Das heißt, man kann das da rausziehen. Ja, nice. Nice. Nur das Problem ist, dass das nicht so wohl. Aua, Problem. Aber gut. Wir bauen jetzt erstmal noch so einen Ölgenerator und dann probieren wir das gerade mal. Ob die Theorie auch die Praxis umsetzbar ist. Nur die Frage ist halt eben immer noch, wie tue ich die am besten. Kann halt kein. Kann nicht auf Pulsmodus das gehen, dass der dann durch einen Impuls das gerade macht. Mist. Okay. Gucken wir mal. So, was würde mich denn so ein Ding kosten schon wieder? Und zwar Actuali Edition. Ein Ölgenerator. Ja, ist ja easy. Eine Canola, bitte Kobbel und zwei Iron Casings. Also, Leute, ihr macht mich schwach. Ist ja langweilig. Kennt man ja alles schon. So. Und zwar davon zwei, davon zwei. Sticks, die ich nicht mehr habe, weil wegen eben ist so. Brauche ich nochmal vier, damit ich die zweimal habe. So, jetzt brauche ich 8 Eisen. So. Canola, die muss ich mir wieder von unten holen, weil habe ich nicht. Ach ja, gut. Also kann man das System eigentlich relativ gesehen kompakt halten. Das ist schon mal gut zu wissen. Nur wie automatisiere ich das? Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Klappt noch nicht ganz so, wie ich mir das gedacht hätte. Aber was noch nicht ist, wird noch irgendwie, Ja, hoffe eben. ich. Wie gesagt, ich. Oh, was? Ach so, das schwarze Quarz habe ich nicht zusammengecraftet. Oh Gott. Und ich wundere mich, warum es nicht funktioniert. Dann ist klar. So. Die zwei sind fertig. Und damit machen wir jetzt einen Ölgenerator. So.
So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Schlimme ist, dass ich ihm nicht. Muss noch eine Möglichkeit geben, dass ich ihm das anders ansteuere. Aber mal gucken. Weil so spammt er mir das Ding bloß voll und ich. Ja. Gut. Im Endeffekt passiert trotzdem das, was passieren soll. So. Bam. Jetzt machen wir 211 Potek. So, das heißt also, wir können es darüber schon mal rausziehen. Wenn er denn mal wieder. Okay. So, jetzt zieht er die ganze Zeit das da raus. Hier kommen wieder Samenritten. Ja, natürlich, wenn ich meine Jünglinge meinen Magneten anhätte. Das ist das mit den Magneten, das ist ein bisschen. Ich merke das schon. Gerade kontra, hallo? Bist du wieder voll? Nee, noch nicht ganz. Aber dafür ist der voll. Ja, nice. Nur warum kriege ich dich nicht? Wenn ich den jetzt auf Pulsmodus stelle, funktioniert das nicht. Weil er dann nichts macht, weil er keinen Impuls kriegt. Weil ich keinen Impulsgeber habe, der ihm dann sagt, hier, bitte. Das ist doch scheiße. Hier, bitte tue dieses. Die Theorie ist schon mal gut, aber in der Praxis hapert es gerade. Und mit den Conduits kann ich es nicht verbinden. Es verbindet sich nicht. Das heißt, ich kann ihm jetzt auch nicht sagen, hier, gib erst dann ein Redstone-Signal aus, wenn, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel gerade das Ding voll ist. Aber jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich hier irgendwie hochkomme. So, von hier oben kann ich ihn auch nicht ansteuern. Nein, und von hier auch nicht. Also die Dinger kann man mit den Teilen also nirgends ansteuern. Ist schon mal. Will ich ja nicht sagen, aber scheiße. Hier, das glaube ich wohl. So. Gut, meine Lieben. Aber ich merke gerade, wir sind schon wieder am Folgenende. Wir haben sogar schon ein bisschen Überlänge gerade. Ja. Wie gesagt, wie ihr seht, ich bin gerade so ein bisschen am Verzweifeln. Der Hälfte funktioniert, aber irgendwie nicht ganz, ja, noch nicht so, wie ich mir es wünschen würde. Also da fehlt mir noch so der letzte. Irgendwo habe ich noch einen Denkfehler drin. Ja, müssen wir mal gucken. Muss ich mir wirklich mal mich schlau machen, wie es am besten funktioniert. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt erstmal hier einen Cut rein. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dabei sein und einschalten. Ja, würde mich freuen, euch in der nächsten Aufnahme auch wieder am Start zu haben. Und natürlich über Anregungen bzw. ja, Vorschläge, Verbesserungen würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, an der Stelle gebe ich mal das Wort noch weiter an unseren Daniel. Ja, ja, ich sag dann auch nur mal, meine Pilotfolge ist damit auch mal langsam zu Ende. Und ja, wie Wiesel erwähnt hat, ich denke mal, wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal da seid. Ich würde mich auch über ein bisschen Resonanz freuen, ob ihr jetzt Minecraft sehen möchtet bei mir im Channel oder nicht. Und damit kann ich mich auch nur noch verabschieden von euch. Tschüss. Tschüss.